could be larger than life. Es ist ein Mega-Wochenende an diesem 29. und 30. Juni 2019. Es ist nicht nur Nauders, das wir hier auf Alpentour live übertragen, also Nauders, der Dreiländer-Giro und das Rater, sondern wir sind auch hier in Monse vertreten. Monse, es steht der 5-10-Radmarathon an und es steht die österreichische Straßenstaatsmeisterschaft an. Und damit herzlich willkommen hier vom Marktplatz aus Monse. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei diesem Alpentour-Talk hier vom Marktplatz eben in Monse. Bei mir ist einer, der für diese Veranstaltung hier verantwortlich ist. Das ist ja der Veranstalter Christoph Zahlinger. Herzlich willkommen. Es ist ja schon das Mountainbike-Rennen jetzt gerade in Szene gegangen. Fabian Koster hat es gewonnen. Der ist gerade ins Ziel gefahren. Da gibt es auch ein paar Impressionen, wenn wir wegschwenken hier von unserem Papas Studio. Es läuft alles wie geplant. Es ist unglaublich heiß in Monse, aber es steht einem tollen Radmarathon, einer tollen Staatsmeisterschaft nicht entgegen. Ja, es ist mega heiß. Also ich bin jetzt 3 Stunden in der prallen Sonne gestanden, dementsprechend dehydriert, aber jetzt relativ happy, weil die ersten zwei Bewerbe, das Kids Race und die Mountainbike Challenge, sehr gut verlaufen sind. Wir haben gerade bei der Mountainbike Challenge jetzt ein extrem starkes Starterfeld mit Fabian Koster, Stefan Kogler, Jan Gallig und wie sie noch alle heißen. Auch mein Team war stark vertreten. Und ja, wir haben die letzten heute und auch morgen früh reinkommen. Wir hatten rund 1700 Voranmeldungen auf unseren 3 Strecken. Also von der Postalm ist immer einfach vorsichtig zu fahren. Ja, hier sind einige unübersichtliche Kurven drin. Ein ganz kleines Stück Schotter, wobei das auch nicht erwähnenswert ist, weil das sehr kompakt ist und ohne Probleme zu befahren ist. Ansonsten, ja, die Abfahrt vom Lichtenberg ist natürlich auch immer sehr technisch, da ist aufzupassen. Und am Attersee, ja, nachdem wir einfach Traumwetter haben hier im Salzkammergut, rechnen wir am Attersee mit Badeverkehr, den können wir leider nicht verhindern. Also da ist doch mit Verkehr zu rechnen, aber wir tun unser Möglichstes, die Strecke so sicher wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und ja, soweit, so gut. Wir sprechen. Attergau, wir sprechen noch mit Anna Kiesenhofer und mit Sarah Reikel, also so bleiben Sie dran hier auf Alpentour TV. Kommen wir zur Staatsmeisterschaft auch aus organisatorischer Sicht. Es ist ja ein Novum. Im Rahmen eines Radmarathons wird erstmals die österreichische Straßenstaatsmeisterschaft ausgetragen. Und bei dieser Straßenstaatsmeisterschaft geht es um das begehrte Landesmeistertrikot. Jetzt zu dir noch einmal als Organisator auch dieser Straßenstaatsmeisterschaft. Die Genehmigungen, die Sperren, die Zusammenarbeit mit der Exekutive, mit dem Radsportverband, es ist schon ein zusätzlicher Aufwand, der hier verbunden ist, aber dieses Ambiente hier in Monse ist natürlich toll, unglaublich viele Zuschauer, dieses Zusammenspiel funktioniert, glaube ich.
Ja, natürlich. Also Mehraufwand ist natürlich dementsprechend. Also ein erheblicher Mehraufwand für uns als Organisation, auch eine große Herausforderung. Einfach auch die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Aber wir haben hier sehr gut mit der Exekutive, mit den Behörden zusammengearbeitet. Wir haben gesagt, wir möchten diese Staatsmeisterschaft hier haben. Und wir haben wirklich unsere Hausaufgaben gemacht, dass wir morgen ein sicheres, schönes, faires Rennen hier in Monza sehen. Und ja, wie gesagt, also das Rundum-Paket passt einfach mit dem Flair. Großes Radsportfest mit vielen, vielen Bewerben, vielen Startern aus über 30 Nationen. Die besten Profis aus Österreich sind am Start, erstmals im Zuge eines Radmarathons. Ich glaube einfach, dass dieses Rundum-Paket ist so unschlagbar für den Radsportfan. Die Fanzone am Lichtenberg, die du mit deinem Team dankenderweise organisiert hast, die wird sicher mega. Davon werden auch die Amateure profitieren, weil natürlich auch da schon dementsprechend der Betrieb am Lichtenberg sein wird. Also ich glaube, es wird ein rundum mega Radsport-Wochenende, Werbung für den Radsport. Und ja, wir freuen uns, glaube ich, alle auf morgen. Der morgige Tag ist natürlich extrem durchgetaktet mit den vielen Starts. Ab 6.30 Uhr, ich und mein Team, wir sind ab 4.30 Uhr am Start, bauen Startzielbereich auf. Also wird ein stressiger Tag, wieder ein stressiger Tag, aber ich glaube ein Megatag für Radsport Österreich. Ja. Da heißt es heute bald ins Bett gehen, also entlassen wir dich auch bald wieder hier, denn wir sprechen ja noch mit unseren Profis, die morgen am Start sind. Eine abschließende Frage noch, als Organisator macht es einen stolz, wenn hier die World Tour Profis beim eigenen Rennen dabei sind, wenn hier ein Patrick Konrad am Start steht, wenn hier ein Lukas Pöstlberger um das Landesmeistertrikot fährt? Ja, natürlich, also ich muss sagen, Vor ein paar Monaten habe ich Lukas Pöstlberger, Gregor Mühlberger und wie sie alle heißen, Patrick Konrad, der nur aus dem Fernsehen von den großen Grand Tours gekannt. Und mittlerweile ja, habe ich sie kennenlernen dürfen und sprechen. Wir sind zurück hier live aus Monza vom Monza 5-10 Radmarathon, wo heute ja schon das Mountainbike-Rennen über die Bühne gegangen ist. Und es geht morgen nicht nur um den Monza 5-10 Radmarathon, über die 200 Kilometer Strecke, über die 140 Kilometer Strecke und über die 80 Kilometer Strecke, sondern es gibt auch ein Novum, darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt morgen auch die österreichische Staatsmeisterschaft auf der Straße und die Damen fahren morgen auf der Marathonstrecke über die 140 Kilometer ihr eigenes Rennen um dieses Trikot. Und dieses begehrte Trikot hat eine Dame auf ihren Schultern, ja, die eigentlich im Ausland fährt, wenn man das so schön sagen darf. Sarah Reikes hat sich das voriges Jahr am Kahlenberg über die Brust streifen dürfen. Das macht schon stolz, mit einem Landesmeistertrikot hier anzureisen. Titelverteidigerin Sarah Reikes, wie hört sich das an? Ja, ganz ungewohnt.
Ja, es ist wirklich schön. Also dieses Trikot, das habe ich jetzt ein Jahr lang tragen dürfen, das bedeutet mir wirklich viel. Und als Titelverteidigerin da morgens am Start zu stehen, ist schön. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du ein Jahr auf den Schultern tragen hast dürfen, sondern es geht ja in die Richtung Mission Titelverteidigung. Wie realistisch ist das? Wie kommt dir der Kurs morgen entgegen? 140 Kilometer, gleich nach wenigen Kilometern geht es einen langen Anstieg rauf. Dann wartet dieser Lichtenberg zum Schluss, der eigentlich die Entscheidung bringen soll, wie alle sagen. Wie gut geht's dir? Wie bist du vorbereitet? Und wie schätzt du dieses Rennen ein, beziehungsweise auch deine Chancen? Ich glaube, von Vorbereitung, ich habe alles getan, was ich konnte. Ich kann, glaube ich, auf mich selbst vertrauen. Der Kurs ist sehr selektiv. Es ist einmal was anderes, auch nur eine große Runde zu fahren. Eben, normalerweise sind es ja mehrere kleinere, also es wiederholt sich. Und jetzt ist halt nur jeder Anstieg einmal. Es macht es anders, aber es hat auch einen gewissen Reiz. Und vor allem dann sicher auch doch mit den Hobbysportlern da vorfahren und wir können uns da messen oder sie mit uns, hat das sicher auch einen neuen Anreiz. Und ich bin sicher hochmotiviert, da morgen mein Trikot nicht aus den Händen zu geben. Jetzt ist es ja so, dass meistens auch in Teams gefahren wird. Du bist in der World Tour unterwegs, der Damen. Du bist im YNT Rotor Team unter Vertrag. Hast dort auch eine österreichische Teamkollegin, die möglicherweise den U23-Titel holen möchte, verteidigen, also wirklich auch ausfahren möchte. Ihr habt eine Doppelstrategie. Gibt es überhaupt sowas bei nationalen Meisterschaften, dass man sagt, es gibt eine Teamtaktik, du musst für mich fahren, ich fahre für dich, dass du den U23-Titel möglicherweise holen kannst? Wir reden ja von einer Badegrube, die hier um die Ecke wohnt. Ja, wie versteht man sich im Team und wie ist da die Zusammenarbeit dann in Richtung nationale Meisterschaften? Ja, ich glaube eben, teammäßig wird immer gefahren. Wir kennen uns gut, wir fahren viel gemeinsam, wir trainieren auch viel gemeinsam. Und wir kennen uns gut, das heißt, wir wissen genau, wie die andere fährt, was die andere braucht. Das Ziel, wir glaube ich, ist, vielleicht beide Trikots mitnehmen zu können ins Team. Und wir werden uns da sicher noch mal morgen vor dem Start noch mal kurz schließen, wie es jedem geht. Und wenn man schon die Chance hat, weil wir sind eine der wenigen, die wirklich zu zweit sind, wir wissen, wie man teammäßig fährt, also wir werden diese Möglichkeit sicher auch ausschöpfen dann. Was braucht die Sarah Reikes von der Anna Badegruber? Guten und die Eltern von meinem Freund, also das ist mein persönlicher Fanclub, die werden sich irgendwo auf der Strecke postieren, auch ein bisschen mit Aufgabe uns Flaschen zu geben, weil es wird sehr heiß werden und ich glaube aber auch, dass trotzdem viele andere Leute, die mich trotzdem kennen und die anderen vor allem auch kennen, am Straßenrand stehen und ich glaube, dass da schon eine gute Stimmung morgen, vor allem am Lichtenberg dann zustande kommt. Wir werden sehen, wie viele Leute dort sind. Eine, die ja auch dieses Trikot trägt und eine, die ebenfalls bei uns ist, aber dieses Trikot im 2090er Jahr geholt hat. Das ist eine Dame, die eigentlich nicht in Österreich lebt, sondern in der Schweiz und trotzdem für Österreich fährt. Ist eine gebürtige Niederösterreicherin, glaube ich, ja. Anna Kiesenhofer hat fulminant dieses rot-weiß-rote Trikot sich heuer schon überstreifen dürfen und zwar bei den Zeitfahrstaatsmeisterschaften in Kärnten, die ja schon im Mai ausgetragen wurden. Und du gehst mehr oder weniger auch als Trikotträgerin hier an den Start, ist zwar das Zeitfahren und wir fahren morgen das Straßentrikot aus, aber ja, du hast schon ein Statement abgegeben hier in Kärnten. Ist der Druck jetzt groß, dass du sagst, okay, man muss das auch auf der Straße umlegen? Nein, also Druck verspüre ich nicht wirklich. Es ist für mich eher ein Bonus, also beim Zeitfahren habe ich gezeigt, was ich kann und jetzt beim Radrennen, also beim Straßenrennen, schauen wir einfach, was geht. Und im Gegensatz zu Zeitfahren ist es ja nicht wirklich berechenbar, was dann passiert. Nicht berechenbar heißt, du erwartest viele Attacken oder wo liegen deine Stärken? Naja, das weiß man eben nicht, was passiert. Also es kann sein, dass es wenig Attacken gibt und wir halt rumduckern oder es kann sein, dass ein aggressives Rennen wird. Also ich weiß es überhaupt nicht. Dann müssen wir die Sarah fragen, was ist geplant morgen? Ich glaube, da wird noch nichts herausgegeben heute. Gibt es keine Teamtaktik bei YNT, gerade am Anfang, wie gefahren wird? Dann werden wir die jetzt noch nicht verraten. Wir haben euch also auch getrennt hergesetzt hier, damit es hier auch keine Streitigkeiten gibt. Eine andere Frage zu deiner auch, sagen wir mal, Lebensweise. Du bist, wie gesagt, aus Österreich, arbeitest und wohnst und lebst aber auch in Lausanne in der Schweiz. Wie lässt sich das mit den österreichischen Rennen verbinden? Wie oft kommst du nach Österreich und woher kommen diese Zeitfahrqualitäten? Seit wann fährst du Rad? Beziehungsweise warum jetzt so stark im Zeitfahren? Okay, das sind viele Fragen auf einmal. Also Rennen in Österreich eigentlich nicht viele. Heuer im Wesentlichen nur die Staatsmeisterschaften.
Was war die nächste Frage? Wo deine Zeitfahrqualitäten herkommen? Also wir kennen dich ja auch als sehr bergstarke Fahrerin und hast aber mit den Zeitfahrstaatsmeisterschaften wirklich eine, ich will nicht sagen Talentprobe, aber wirklich ein Statement abgegeben mit dem unglaublichen Vorsprung, den du auch gehabt hast. Ich denke, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, Radrennen, also Straßenrennen zu fahren und habe mir dann gedacht, dass Zeitfahren eigentlich zu mir passt, weil ich sowieso gerne alleine fahre. Und ja, anscheinend hat es dann wirklich gut zu mir gepasst. Also ich habe eigentlich nicht viel im Voraus trainiert. Also ich habe mein Rad ein gutes Monat vorher bekommen und ja, es hat irgendwie einfach gepasst. Jetzt haben wir ja schon die Strecke besichtigt, also du bist auch die Strecke schon abgefahren. Da gibt es 20 Kilometer zum Schluss, die eigentlich nur flach dahin gehen bzw. bergab. Jetzt sagen wir mal, die Anna Kiesnova ist in der Spitzengruppe. Was wird da passieren? Kannst du deine Zeitfahrqualitäten dann auch ausspielen? Ja, ich hoffe. Ich meine, ich bin jetzt lange keine Radrennen mehr mit Elitefahrerinnen gefahren, aber ich meine, ein paar so lokale Rennen und das ging schon ganz gut. Es ist ein bisschen eine Überraschungsgeschichte morgen. Also so eine Kiste, wo man sagt, man greift hinein und man weiß nicht, was kommt. Ist das auch für euch so? Ja, ich glaube, es ist immer so. Bei den großen Rennen, die ich fahre, ist immer so von ab, das sind die Favoriten, das sind die Kapitäne der Teams, auf die wird gefahren. Aber ja, da ist irgendwie jeder ihre eigene Kapitänin und jeder fährt auf sich selbst. Also es ist dann auch jeder gegen jeden wirklich. Also es ist sicher eine Überraschungskiste morgen. Ja. Eine abschließende Frage noch, Sarah. Dieses Landesmeistertrikot, das morgen vergeben wird. Wie groß ist auch im Damenfeld dieses Prestige dieses Trikots? Man hört immer von den Profis auch bei den Herren, es ist ein unglaublicher Stellenwert hat dieses Trikot, weil man einfach den Fahrer aus dem Feld herauskennt. Man weiß sofort, und heuer, das ist der Lukas Pöstlberger, das ist der mit den rot-weiß-roten Streifen drauf. Ist es bei den Damen ähnlich und hat das auch in der Mannschaft selbst Prestige? Ja, also es ist, glaube ich, für einen persönlich schon mal wirklich ein Riesending, einfach nur für sich selbst. Aber auch in einem Team und auch international, bei den großen Rennen wird das schon anerkannt. Und es ist auch oft, dass die ganzen Landesmeisterinnen und Straßenmeisterinnen auf der ersten Reihe starten dürfen. Das heißt, dass auch für das Foto schon mal schön ist, dass da lauter Meistertrikots stehen. Und es ist schon, ich glaube, ja, es ist einfach was Besonderes, mit so einem Trikot ein ganzes Jahr rundfahren zu dürfen. Anna, abschließend Frage auch für dich noch, wie ich Christoph... Marathonstrecke fahren, was mir eigentlich besser liegt als eine Standard-Straßenrennstrecke, also irgendein Kriterium oder so. Also insofern kommt es mir entgegen und es ist auch cool, dass eben Leute aus der Radmarathonszene da sind. Also ich fahre ja eigentlich für ein Team, das mehr in der Radmarathonszene unterwegs ist. Also wir sind gespannt, was ihr beide morgen in den Asphalt zaubert, wie diese Taktik angelegt wird. Wir sind schon unglaublich gespannt, wie diese Box dann ausschaut, wo wir morgen hineingreifen werden. Ab 9 Uhr, wie gesagt, ist der Start, glaube 9.10 Uhr oder 9.15 Uhr ist der 9.10 Uhr ist der Start geplant. Der Damen, wir werden ab 10 Uhr live auf Alpentour TV übertragen und werden Let's go!
Wir sind zurück beim Mondseer 5-Seen-Radmarathon, wo vor kurzem das Mountainbike-Rennen des Samstagsprogramms hier zu Ende gegangen ist. Und wir plaudern über den Mondseer 5-Seen-Radmarathon und über die Straßenstaatsmeisterschaft, die ja morgen hier am Mondsee in Szene gehen wird. 200 Kilometer lang ist die Strecke, 3000 Höhenmeter sind zu bewältigen bei den Profis und es ist alles am Start, was Rang und Namen hat. Alle World Tour Profis, fast alle World Tour Profis haben hier bei diesem Rennen morgen um das Landesmeistertrikot genannt und einer ist jetzt bei mir, der möglicherweise auf das U23-Trikot losgehen wird. Ein Mann, der hier aus der Gegend kommt, Tobias Bayer. Straße im Attergau, das wird morgen durchfahren, da wird sicher enorm viel los sein, wenn du das erste Mal hier bei Straßenstaatsmeisterschaften auch durch die Heimat fährst. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses Rennen und wie freust du dich schon auf dieses, ja, auf deinen morgigen Einsatz, der ja, glaube ich, fulminant werden wird, auch von der, nicht nur von deiner Leistung. Es ist natürlich richtig super und ich freue mich vor allem auf die Fans und dann am Lichtenberg, wo sicher einige Leute stehen werden und dann durch Straße durch. Wir gerade sehen, also da ist wirklich etwas passiert, was eigentlich einzigartig ist. Da oben schaut es aus, wie wenn man auf den Tourmalet fährt. Du kommst ja gerade frisch vom Baby-Giro, wie man ihn so schön nennt. Und da werden morgen unglaublich viele Leute stehen. Also wenn man sich diese Bilder hier anschaut, das... Große Vorfreude auf morgen. Wie hast du den heutigen Tag jetzt verbracht, einen Tag vor diesen Staatsmeisterschaften? Ich bin ja auch ein wenig herumgefahren. Da kommt einem dann ein Hermann Bernstein entgegen, der die Strecke begutachtet. Lukas Böstelberger war noch am Lichtenberg und hat sich den Hügel angeschaut. Ihr wollt noch trainieren, seid mir noch entgegengekommen. Es ist einfach ein unglaubliches Radsport-Flair hier auch in der Region. Ja, so viel war halt nicht los. Einfach ein wenig ausschlafen, dann locker rein, halt trainieren gehen und dann Mittagessen und Beine hochlagern, mehr war da eigentlich nicht los und nachher noch gut Abendessen, damit wir gestärkt sind für die 200 Kilometer morgen und dann wird's ernst. Es wird heiß morgen, es wird lang morgen. Ja, Thema Trinken ist sicher auch wichtig morgen und die Strecke mit der Hitze, die spielt sicher seine Rolle dann am Ende. Du bist jetzt schon einige Jahre auch im Profi oder als angehender Profi unterwegs. Wie schätzt du denn morgen diese Teamtaktik ein? Ja, Bora ist mit unglaublich starken Leuten hier präsent. Also da fährt Mühlberger, da fährt Böstelberger und da fährt, hilf mir schnell, wer ist noch dabei bei Bora? Mühlberger, Böstelberger und wer ist der Dritte? Patrick Konrad, der Dritte der Tour de Suisse. Genau, das ist, so ist es. Wie werden die dieses Rennen oder wie glaubst du, werden die dieses Rennen anlegen? Werden die das von vorne weg schnell fahren und gleich mal aussortieren oder wird man das gemütlich angehen, sagen wir bis zur Postalm und dann einmal schauen, wer hier mitkommt? Boah, ich denke, dass die sicher das Rennen machen werden. Also Bora, die haben sicher das größte Interesse, das Trikot wieder in einer Team zu holen. Und im Endeffekt wird es ja auch die Taktik für die restlichen Österreicher an die Profis orientieren. Weil im Ende kommt es dann doch darauf an, wer hat die Beine und wer nicht. Und die Jungs haben sehr schnelle Beine. Jetzt gibt es ja das Rennen im Rennen. Wir haben das Rennen um die Elite-Krone, sprich das Landesmeistertrikot des Elitefahrers. Aber dann gibt es ja natürlich auch noch das Rennen um den U23-Staatsmeister, wo ja du auch ein gehöriges Wörtchen darüber mitreden willst. Jetzt gibt es oder hat es gestern die österreichischen Bergmeisterschaften gegeben, wo es einen fulminanten Sieg des Tiroler Teams gegeben hat. Du bist auf dem 9. Rang, glaube ich, auch gesamtklassiert dann gewesen. Hat man da schon irgendwie auch Ambitionen in der U23-Wertung, gerade in eurem Team, das ja aus reinen U23-Fahrern besteht und wollt ihr dieses Trikot unbedingt holen, nehme ich an, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also das Ziel ist, unbedingt den Sieg zu holen im Team. Wer das dann wird, das wird sich entscheiden. Aber ich denke, wir haben eine richtig starke Mannschaft und dass wir das irgendwie heimfahren müssen.
Gehen wir gemeinsam diese Strecke noch einmal durch. Also es geht ja los hier in Monsee und dann Richtung Thalgau. Dann geht es diese sogenannte Russenstraße rauf. Es ist ein leichter Anstieg, der aber sich sehr lange zieht und zäh ist. Kann hier schon etwas passieren? Ja, eventuell geht eine kleine Gruppe. Aber der ist jetzt im Renntempo, ist jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. Dann die Postalm, die wird halt dann schon eine große Hürde. Und danach ist es halt lang wellig oder eigentlich flach. Bis dann zum Schluss die letzten Hürden kommen mit dem Lichtenberg. Und da wird sich dann im Endeffekt die Spreu vom Weizen trennen. Du kennst die Auffahrt, bist du schon hunderte Male, glaube ich, gefahren auch. Ist das ein Vorteil, wenn man sagt, okay, ich bin aus Oberösterreich, ich fahre das dauernd, jetzt kommen die Tiroler, jetzt kommen die Wiener, jetzt kommen die aus ganz Österreich. Ich kenne aber dort jeden Meter, weiß genau, wo ich attackieren könnte, wo ich mir Körner sparen muss. Spielt dir das auch teamintern aus? Ja, also da kann man sicher profitieren davon, dass man die Strecke kennt. Ich glaube, der Heimvorteil von der Streckenkenntnis her ist jetzt nicht der große Vorteil oder macht jetzt nicht den großen Unterschied. Aber ist halt doch im Kopf was anderes, wenn man direkt vor der Haustür dann sich quälen muss. Und das ist meiner Meinung nach dann ein Vorteil, ja. Du könntest jetzt auch gleich abbiegen. Straße Mattergau, da geht es kurz links weg und dann bist du schon zu Hause, also wenn es wirklich nicht mehr geht. Aber ich glaube, das ist keine Option. Genau, ja, theoretisch könnte ich daheim einkehren, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja, Monsee auf dem See, Radmarathon ist ja morgen auch der Start. Da geht schon um 6:30 los für den 200er, für den Radmarathon. Wie wird dein Tag morgen starten? Wann steht man da auf vor diesem Rennen? Was gibt es zum Frühstück? Ja, wir werden einmal 3 Stunden vom Rennen halt normal essen. Ja, im Endeffekt irgendwas gut Verdauliches, wie zum Beispiel ein Reis mit Eier oder so. Und Was Leichtes, ja. Natürlich Kohlenhydrate, aber es wird jetzt nicht kulinarisch besonders ausfallen und ja, es ist der Start jetzt. Wir wollen, wie gesagt, auf dieser Fanzone am Lichtenberg dabei. Dort wird das Rennen live übertragen. Also wer sich das Rennen auf der Strecke anschauen kann, der kann auch dorthin kommen. Gibt dort auch Verpflegung. Mitnehmen. Bis morgen. Schöne Grüße aus Monsee. Ciao. Ach,